Ja, moin Leute, ich möchte dir heute mal wieder etwas vorstellen aus dem Bereich zwischen gestern und heute. Und zwar habe ich hier meine erste Digitalkamera, meine erste eigene. Ich hatte vorher schon mal welche geliehen. Das ist eine Casio QV10A. Kann ich jetzt leider nicht vorführen. Nur bedingt. Man muss zwar nur Batterien reintun, aber ich kriege die Bilder momentan nicht raus. Da gibt es Schwierigkeiten mit den speziellen Treibern. Das würde jetzt auch zu weit führen. Ich möchte nur mal so erinnern, diese Kamera habe ich mir Mitte der 1990er Jahre gekauft. Hat die sagenhafte Auflösung von 320 mal 240 Pixel. Du siehst hier das Objektiv und hier an der Seite Normalfunktion und Makrofunktion. Und hier vorne dieser Schiebeschalter heißt Offenblende und abgeblendet. Das ist die Kamera. Sie hat auf der Rückseite natürlich schon ein Display. Das war ja schon immer die Faszination der Digitalkameras. Die ersten, die ich in der Hand hatte, hatten allerdings kein Display. Auf jeden Fall kein Display, um Fotos anzuzeigen. Was ich hier schon faszinierend finde und auch damals staunend bei japanischen Touristen gesehen habe, die in Hannover an der Kröpke-Uhr standen und dann so gemacht haben und dann. Also Selfie, weil hier das Objektiv schon drehbar war. Cool. Das haben ja auch später einige andere Kamerahersteller aufgegriffen. Ich glaube, es gab von Minolta sogar eine mit so einem Glasfaserkabel, wo man die ganze Optik so richtig rumschwenken konnte. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Naja, wie dem auch sei, um auf den Punkt zu kommen, 320 x 240 Pixel, Fotoaufnahmen immerhin in Farbe. Davor hatte ich eine Logitech, die konnte nur schwarz-weiß. Und Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre zur Markteinführung, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber 1200 deutsche Mark. So. Und jetzt sind wir viele Jahre weiter, 30 Jahre nach der Markteinführung. Und das kann genauso viel. Nein, gelogen, es kann mehr. Ich komme mal ein bisschen in die Kamera. Ja. Das. Ja. Das ist heutzutage, was man sich so als Kamera kaufen kann. Es kann mehr. Deswegen muss es auch teuer sein. Nee, es ist aus Bastlerkreisen. Und es ist eigentlich spottbillig. Ich leg das mal zur Seite. So kriegst du es beim schnellen Ali für, ich will jetzt nicht übertreiben, unter 10 Euro das Stück. Ich mache das schon aufgemacht, weil man ja mal kontrollieren muss. So kommt fachmännisch auf so einer Isolier, Styropor, Dingensbummens, ne? Und es ist jetzt kein, also das alleine ist jetzt nicht die Kamera, sondern das ist ein Mikrocontroller. Mikrocontroller ist sowas wie ein abgespeckter Computer oder ein aufgebohrter Prozessor. Im Prinzip ist es ein Prozessor, ein ESP32 mit ein bisschen was drumherum, mit Hühnerfutter, wie man so sagt. Und wenn man dann diese Tüte auskippt, dann findest du die Kamera. Das ist die Kamera. Die gibt es auch für Raspberry Pi und andere solche Dinger. Die liegt ja verhältnismäßig teuer, auch zwischen 5 und 10 Euro. Wenn man so ein Set kauft, ist es meistens günstiger als die Einzelpreise. Und ja, man hat es vielleicht schon gesehen, es gibt den ESP32. Das ist ein
die Weiterentwicklung vom ESP8266 und sieht dem auch recht ähnlich. Dieses Ding, wenn man genau hinguckt, ist eine Spezialversion, deswegen steht auch Cam drauf. Und mittendrin ist auch so eine Kontaktleiste. Da muss ich wohl nachher nochmal Spezialaufnahmen machen. Und in diese Kontaktleiste, jetzt habe ich die Kamera falsch rum erwischt. So. Und in diese Kontaktleiste wird die Kamera eingesetzt. Ich lege das mal zur Seite. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Und dann sieht das so aus. Manchmal kriegst du sie auch schon so geliefert. Diese Kamera ist jetzt das Standardmodell. Es gibt auch verschiedene andere. Vielleicht komme ich nachher noch dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus dieser Hightech-Lösung für einen Haufen Geld, über 1000 Mark. Ich habe sie dann zum End of Life für 400 oder 500 Mark gekauft mit ein bisschen Zubehör. Immer noch teuer genug. Ist jetzt so ein Ding geworden, wo wir sagen, guten Zehner und man kann damit was anfangen. Warum stelle ich dir das vor? Ist ja hier eher der Fotokanal und nicht der Bastelkanal. Und genau das ist ja auch meine Intention. Die Leute, die basteln und mit den Mikrocontrollern sich befassen, für die ist das ein alter Hut. Ich möchte das einfach nur mal dir so als Fotointeressierten vorstellen. Wie kriegt man das Ding zum Laufen? Genau darauf will ich hinaus. Viele Leute haben da was vorbereitet und stellen dir das auch zur Verfügung. Das ist sehr nett. Und manchmal haben die Leute Ahnung, dann funktioniert das out of the box. Und manchmal haben sie keine Ahnung, dann musst du ein bisschen rumprobieren. Ich habe für dieses Ding zwei sinnvolle Anwendungen gefunden. Und die möchte ich dir kurz vorstellen. Wenn du dir sowas bestellst, das ist jetzt der heiße Tipp. Es ist ja diese Cam-Version. Ich weiß jetzt nicht, ob es genauso gut mit dem normalen ESP geht, aber der 32 Cam, da haben sie wieder 10 Cent gespart und du hast echt ein Problem. Denn es gibt hier keine Schnittstellen. Naja, es gibt eine WLAN-Schnittstelle, die nützt dir aber nichts. Wenn du diesen Prozessor kriegst, ist ja überhaupt kein Programm drauf und Over the Air ist auch nicht so selbstverständlich machbar. Tu dir einen Gefallen und bestell dir ein Set mit diesem Ding. Also viele Anleitungen raten dir, du musst dir eine Schnittstellenkarte kaufen von USB auf seriell und die musst du dann mit vier Kabeln verbinden. Ist auch keine Raketenwissenschaft, aber diese Schnittstellenkarte kostet auch je nach Ausstattung 2, 3, 4 Euro. Dieses komische Ding hier, das teilweise als Kundenempfehlung dir vom Shop vorgeschlagen wird oder auch schon im Set dabei ist, für irgendwie 2 Euro Aufpreis, hat den Vorteil, zusammenstecken, jetzt muss ich noch mal aus der Nähe, so, dann steckst du es zusammen, dann hast du diese Schnittstelle, die USB-Schnittstelle. Die brauchen wir jetzt für zwei Sachen. Einerseits, um Programme drauf zu spielen und andererseits, um überhaupt Strom zu haben. Diese Mikrocontroller brauchen wenig Strom. Also wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja, der Raspberry Pi kann das auch, der Raspberry Pi kann das auch, ist aber im Prinzip ein vollständiger Computer. Also da drauf läuft Linux und auch ein Office, wenn es sein muss. Wird jetzt auch wieder als Schulcomputer so ein bisschen promotet mit so einem Set über Tastatur und Maus und so ein Kram. So ein Mikrocontroller kann halt weniger, aber mehr als ein einfacher IC. Also deswegen ist er sehr viel kleiner und er braucht sehr, sehr wenig Strom. Kommen wir auch noch drauf. So, das ist das. Und welche sinnvollen Anwendungen kann man damit machen? Ich habe dann noch ein bisschen Zubehör gekauft. So, dann haben wir das. Dieses ist noch eine WLAN-Antenne. Die Controller haben auf der Rückseite so einen kleinen genormten Anschluss. Dann brauchst du so ein kleines Kabel. Ich weiß nicht, nennt man immer noch Pigtail. Also bei meiner Fritzbox hieß das Pigtail mit einem SMC-Anschluss und dann machst du eine Antenne dran. So, das ist die Hardware. Beeindruckend. Ich habe immer noch nicht gesagt, wie die Auflösung ist, ne? Aber
ich blende es ein, so knapp unter HD Ready oder sowas in dieser Art. Ne? Ist schon eine beeindruckende Sache. So, wie kriegt man jetzt die Software drauf? Wichtig ist der USB-Anschluss, habe ich ja gerade gesagt. Und du brauchst einen Computer. Ja, ich weiß nicht, ob es für Hardcore-Leute vom Handy geht, aber ich denke mal, wir machen das jetzt hier wirklich einfach vom Computer. Da brauchst du eine Entwicklungsumgebung und die hat ein gewisses Vorbild, bevor diese ESP 8266 populär wurden, gab es ein Projekt, oder es gibt es immer noch, es heißt Arduino. Die Dinger sind deutlich größer und teurer, ist aber ein Open-Source-Projekt für Bildungszwecke und dementsprechend gibt es dort auch eine schöne Entwicklungsumgebung. Ich weiß nicht, ob die nochmal einen speziellen Namen hat, aber wenn du Arduino eingibst, dann kommst du schon da drauf. Das ist die Entwicklungsumgebung, die installierst du dir. Und für das erste Projekt, nämlich dieses, ist es ganz einfach. Unter Datei, Beispiele, ESP32, Kamera gibt es einen Streaming-Client. Und das Schöne ist eben, deswegen auch diese Antenne, Streaming-Client mit dieser Kamera heißt jetzt nicht, ja, das ist eine weitere Webcam, die man per Kabel an Computer anschließt, weil hier ist ja das Kabel erstmal dann nur zur Stromversorgung dran und um die Daten einzuspielen. Aber wenn das drauf ist, so wie es hier ist, ja, jetzt ist es wieder ohne Stromversorgung, streamt er over the air. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja, das kann man nutzen, ja, als luxuriöse Webcam für irgendwelche Projekte oder eben, was jetzt in letzter Zeit populär geworden ist, so Tierbeobachtung. Ja, das machen viele mit einer Wildkamera. Da sind ja nun auch nicht so High-End-Dinger drin. Ja, und ich habe neulich auf Fatzebook so eine unverschämte Werbung gekriegt. Vogelhaus mit Webcam, das ideale Geschenk. Und da bin ich da mal neugierig drauf gegangen, weil Vogelbeobachtung jetzt zur Brutzeit und so interessiert mich auch so ein bisschen. Und ich kenne auch alte Leute, die das interessiert. Ja, und das ist dann auch so ein bisschen, worüber ich mich ärgere. Dieser gewerbliche Anbieter, der wollte da irgendwie 250 oder 300 Euro. Ja, für einen Nistkasten, der im Baumarkt maximal 20 Euro kostet und irgendeine Webcam-Geschichte. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt Funk war. Naja, wenn du damit arbeitest, dann kannst du dir das selber bauen. Ne? Ist doch ganz schön, so ein bisschen mit Holz bauen, Nistkasten bauen, den kann man immer gebrauchen. Und dann dieses kleine Modul unterzubringen, ist dann ja auch nicht Raketenwissenschaft. Wie gesagt, die Antenne, wenn du es wirklich im Garten machst, damit die Reichweite ein bisschen größer wird. Die ESPs haben ja so eine kleine Antenne im unteren Bereich immer dabei. Na, aber die ist natürlich minimal. Deswegen so eine Zusatzantenne kostet auch nicht viel. Sagen wir mal 2, 3 Euro. Vor allen Dingen, wenn man es als Bundle bestellt, dass dann nicht jedes Mal Portokosten anfallen. Und dann baust du dir das in dein Vogelhäuschen ein oder in deine Hundehütte, um da deinen Wachhund so ein bisschen im Auge zu haben, ob es ihm gut geht oder was gerade so los ist oder andere Tiere. Wohlgemerkt, weniger zur Tierfilmer-Dokumentation als so zu gucken, wie geht es dem Tier. Denn trotz allem sind diese Kam ist, oder ist diese Kamera jetzt nicht High-End. Ich habe ja ein paar Probeaufnahmen gemacht, die waren jetzt aber von wegen so Persönlichkeitsrechte und so nicht geeignet hier, um die jetzt zugleich zu verwenden. Ich muss mal sehen, dass ich noch ein paar schöne Aufnahmen mache. Aber es geht eben nicht zur Dokumentation, auf jeden Fall nicht für Fotofreunde und Tierfilmer, sondern nur mal gucken, beobachten und so ein bisschen Spaß haben, auch Spaß am Basteln und Ausprobieren. Die Quellen dazu, die blende ich ein oder kommen natürlich auch in die Shownotes und so weiter, denn ich bin ja nicht der Erfinder der Sache und ich möchte ja auch, dass du es ausprobieren kannst und am Ende vielleicht in den Kommentaren mal deinen Senf dazu gibst, ob es gut ist oder schlecht oder ob es vielleicht bessere Kameras gibt. Ja, das ist das Projekt 1. Bei mir lief es relativ problemlos,
Soll ich jetzt nochmal auf die Fehler eingehen? Ist immer so eine Sache, ist ja hier keine Klickanleitung. Du installierst die Software, die ich dir in den Quellen nenne. Und es gibt dann so zwei populäre Fehler. Ja, zwei würde ich sagen, die sehr häufig vorkommen, auch wenn man das bei Google mal nachschlägt. Es muss das richtige Speicherzuweisungsschema in der IDE eingestellt werden. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, wie gesagt, einblenden oder Shownotes. Da muss man drauf achten, wenn man das nicht einstellt, dann kommt der Fehler File too big und so weiter und du hast nicht genug Speicher, obwohl du genug Speicher hast. Es ist ja auch ein Stream, es wird nichts gespeichert irgendwie im RAM oder auf einer SD-Karte, die hier eingesteckt werden kann. Sondern hat irgendwie mit, er muss den Speicher ja fürs Programm nutzen und für andere Bereiche, also es wird ja auch von Partitionierung gesprochen. Wenn du da das falsche Modell zuweist, dann funktioniert das nicht. Das wird gerne übergangen, wenn Profis dir erklären, wie das geht. Die machen das wahrscheinlich automatisch oder haben das fest eingestellt. Das ist der erste Fehler. Und der zweite Fehler ist dann irgendwie sowas 20x000 und Kamera not detected oder sowas. Also er erkennt dieses Kameramodul nicht. Und da musst du in dem Script gucken. Also da sind oben 5 oder 6 Kameras angegeben. Und bei mir ist es der Fehler auch aufgetreten und da war es die AI Thinker Kamera, also der 3. oder 4. Eintrag. Das ist dann so ein bisschen Glückssache. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Probleme gibt mit anderen Modellen. Ich habe jetzt aus 3 verschiedenen Quellen mal diese Kameras bestellt und alle laufen. Also scheint denn doch nicht so risikoreich zu sein. Das sind so die 2 Hauptfehler, die auftreten können. Und sonst heißt es eben, Google ist dein Freund. Immer genau die Fehlermeldung eintippen und du findest eine ganze Menge Anleitungen. Manche gehen nur auf ein Teilproblem an. Es gibt eine Anleitung von einem Fan, die ist sehr, sehr ausführlich. Da wird fast alles Mögliche angesprochen, was natürlich dann auch wieder abschreckend wirkt, wenn man gerade kein Problem hat. Also das ist der Streaming-Client per Funk. Das Einzige, was dir noch überlegen musst, wie du hier wieder Strom reinkriegst, entweder musst du dir diesen Adapter da dran bauen oder wenn du ein bisschen Löterfahrung hast, dann suchst du hier bei den Pins die richtige für die Stromanschlüsse aus und lötest dir halt eine USB-Buchse dran. Außerdem ist ja noch offen das Thema Gehäuse. Habe ich jetzt nicht geschafft für heute. Zumal ich auch selber noch nicht genau weiß, wie ich das mit der Stromversorgung löse. Alles Ensemble mit dem Akku, den ich hier direkt dran baue oder separat, wie ich das bei meinen Lightpainting-Projekten mache. Ich denke mal, wenn überhaupt, gibt es das im zweiten Teil. Ich möchte ja auch nur das Prinzip vorstellen. Das ist also Projekt 1. Und there is one more thing. Jo, es sieht genauso aus, ne? Es sieht genauso aus, es ist ein Modul. Ja, es ist ja auch im Prinzip dasselbe. Also es ist dieselbe Hardware. Nur ist es ein anderes Programm drauf. Was auch ganz schön ist, was man als Fotograf gerne macht, wo man dann aber Angst hat, dass die teure Kameraausrüstung wegen Regen beschädigt wird oder runterfällt oder einfach von einem anderen Liebhaber mitgenommen wird, nimmt man dieses Ding, ist der Schmerz nicht allzu groß. Da ist jetzt eine Zeitraffer-Software drauf. Und das Schöne ist, draufspielen, das Programm ist nicht in der Arduino IDE hinterlegt. Da kannst du googeln und es gibt verschiedene Quellen dazu. Ich werde natürlich auch eine nennen, die ich hier verwende und die auch ganz gut funktioniert. Und das Schöne an diesem ganzen Mikrocontroller-Kram ist, wenn es einmal lauffähig ist, also im Büro rumgetüftelt, es läuft, dann macht das Ding alles alleine. Also sprich, der ist jetzt aus, weil er keinen Strom hat. Powerbank. Ne? Da ist wahrscheinlich so eine 18655-Zelle drin. Und dann stöpselt man das ran.
Der fährt hoch, sieht man so ein bisschen am roten Licht an der Seite. Und der macht jetzt je nach Einstellung Zeitrafferaufnahmen. Also alle paar Sekunden macht er ein Bild. Hier ist auch eine Speicherkarte drin. Der speichert dann die auf die SD-Karte. Ich glaube, die muss auch gar nicht so groß sein. Nicht nur, weil die Auflösung gering ist der Kamera, sondern auch, weil der Controller gar nicht so viel so große Karten ansprechen kann. Ja, und auch da Programm drauf spielen und wenn es läuft, dann läuft's. Das ist ein bisschen schwieriger, weil das eben viele Heimprojekte sind. Da hat jeder so seinen eigenen Programmierstil. Die meisten Werte sind auch fest verdrahtet. Es gibt keine Bedienoberfläche, ne, sondern da musst du dich schon so ein bisschen reindenken in den Code. Also wenn du so eine gewisse Programmiererfahrung hast, ja, also wirklich eine einfache, es reicht vielleicht sogar schon Visual Basic oder Makros oder sowas. Angelehnt ist hier die Programmierung normalerweise an C++, aber sehr, sehr abgespeckt, also zumindest bei diesen kleinen Programmen, von denen wir reden. Es gibt auch, glaube ich, MicroPython und es gibt auch so eine grafische Programmiersprache, Blockly. Aber hier, der Code, den ich jetzt hier verwendet habe, ist halt so ein normales Skript. Und wenn du jetzt das Zeitrafferintervall ändern möchtest, dann musst du halt das Skript einigermaßen verstehen und dann da eingreifen können. Wenn der Programmierer nett ist, dann hat er vorne am Anfang so eine Variablendeklaration und kommentiert die und sagt, Intervall für Zeitraffer 30 Sekunden voreingestellt und dann kannst du da statt der 30 eine 60 oder eine 180 reinschreiben. Und solche Änderungen sind da gemeint. Also du musst jetzt nicht den Programmcode hacken von Anfang bis Ende. Bei dieser ganzen Aktion ist natürlich die Kameraqualität so das Limit. Hier geht es also auch nicht darum, einen Tierfilmer Konkurrenz zu machen. Aber es ist Spaß ohne großes finanzielles Risiko. Und es ist auch ein Spaß, finde ich, weil so eine Powerbank hier, ich habe es jetzt nicht ausgetestet und man könnte es auch sicherlich berechnen, mindestens Stunden, wenn nicht Tage. Also das ist eben auch das Schöne am Mikrocontroller und dem Stichwort Arduino, auch wenn wir hier meistens mit dem ESP8266 arbeiten. Wenn man das auf die Spitze treibt, dann kann so ein Mikrocontroller je nach Einsatzzweck auch ein Jahr laufen mit einer Batterie. Und ich rede jetzt nicht mit einer Autobatterie, sondern mit irgend so einem Ding bis runter zur Knopfzelle. Ich wollte dir jetzt mal einfach mal die Brücke schlagen zwischen Fotografie und Basteln mit Elektronik. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen neugierig gemacht, dass du eines dieser Projekte vielleicht mal ausprobierst und dann einfach mal mich wissen lässt, ob dir das Spaß macht, ob das interessant war oder ob das einfach nur TÜNF ist. Jo, dann runter vom Sofa und loslegen. Bis denne.